Bitte schön. Danke, Frau Präsidentin. Ja, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht und ich weiß auch nicht, wie es den Bürgern geht, wenn sie diese Debatte verfolgen, beziehungsweise auch die beiden Berichte, den offiziellen Bericht des Untersuchungsausschusses als auch den Minderheitenbericht lesen. Ich jedenfalls komme mir verhöhnt vor, auch von den Worten, die hier gerade von Seiten der Mehrheit gefallen sind. Ein Jahr lang hat dieser Untersuchungsausschuss gearbeitet. Er war in der Geschichte des Südtiroler Landtages der umfangreichste, mit großem Abstand der umfangreichste Untersuchungsausschuss, wo zwei zentrale Sachen zur Causa aufs Tapet gekommen sind. Nicht, dass die Kinemasken nicht in Ordnung waren. Das war nie ein Vorwurf, den wir gestellt haben. Halb Europa ist mit schlechtem Material versorgt worden. Das steht gar nicht zur Debatte. Nicht informieren. Ein Sanitätsbetrieb, der auch nur, egal welches Gutachten von welcher Seite auch immer bekommt, der auch nur den Verdacht hegt, dass die Materialien nicht den entsprechenden Schutz bieten, dass sich Mitarbeiter, und wir reden hier vom März 2020, als noch wenig gewusst worden ist, als wir nur wussten, wir sind mit der Situation überfordert und müssen, ich rede jetzt immer für das Sanitätspersonal, eben im direkten Kontakt mit den Covid-Patienten arbeiten und gehen dann jeden Tag nach Hause zu unserer Familie. Das wird immer außer Acht gelassen. Und wenn hier ein Sanitätsbetrieb nicht imstande ist, den Leuten zu sagen, schaut, Achtung, wir haben hier den Verdacht, dass diese Masken nicht sicher sind, verwendet bitte zuerst anderes Material, beziehungsweise achtet einfach darauf und wir werden es prüfen lassen, inwieweit dieser Verdacht stimmt oder ob diese Prüfberichte des Gutachten auch von der Wehrtechnik in Wien und so weiter in Ordnung ist oder nicht. Aber nein, das Gegenteil ist passiert. Man hat zugedeckt, man hat E-Mails gelöscht, man hat archiviert und man hat einen Maulkorb verpasst. Niemand ist zu informieren. Wir sitzen das aus, wir schweigen das aus. Erst als dann die Medien, beziehungsweise ein kritisches Medium darüber berichtet hat, wurde man aktiv. Das ist einer der zentralen Vorwürfe, unter anderem, und das betrifft Landesrat Wiedmann, und ich bitte Sie wirklich, gerade bei dieser Debatte, ich weiß nicht, ob das die Mehrheit hat anscheinend Besseres zu tun, ist berechtigt, aber das zeigt ja auch, wie ernst ihr das Thema nehmt und wie ernst ihr den ganzen Untersuchungsausschuss und die ganze Arbeit des Südtiroler Landtags diesbezüglich nehmt. Landesrat Wiedmann, bei der Bestellung, und da können wir noch so darüber sprechen, Notsituationen oder nicht. Es geht darum, dass man auch in einer Notsituation, wenn man einen Sonderweg geht, und das ist völlig richtig, dass man sagt, wir suchen uns auch auf dem Markt Materialien, die wir benötigen. Aber dass man sich nicht absichert und solch handwerkliche Fehler macht bei einer Bestellung, dass man sich nicht mit der Einkaufsagentur auseinandersetzt, dass man nicht mit dem Zivilschutz sich absichert, wie machen wir das am besten, sondern einfach auf die Schnelle hemdsärmelig zu sagen, ja, Oberrauch streckt vor, wir bezahlen einfach danach. Das kann es doch nicht sein. Und da enttäuschen Sie mich, weil ich immer gedacht habe, Sie sind ein Macher, kommen aus der Wirtschaft, müssten eigentlich die Abläufe diesbezüglich wissen. Und dass jetzt zum einen der Privatunternehmer hängt, was schon eine ganze Firma irgendwo auf dem Spiel steht. Aber das andere ist, dass Sie damit durchkommen, mit dieser Art. Das ist das, was mich an Südtirol einfach stört. Denn ich liebe dieses Land, aber das sind genau jene Momente und auch diese Stunde heute sind für mich diese Momente, wo ich einfach sage, das ist es, was in Südtirol abgestellt werden muss. Diese Art von Politik, diese Art von auch einer bestimmten politischen Arroganz, die man an den Tag legt, auch dem Untersuchungsausschuss gegenüber, den erinnern wir uns, als die Mitglieder der Landesregierung einfach nicht gekommen sind bei den Terminen, wo nicht nur, dass ihr uns gering schätzt, okay, aber auch die Institution Landtag gering schätzt,
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die erwarten. Einfach nicht erscheinen. Und Kollege Locher, wenn du hier den Prellbock für die SVP spielst und dann sagst, wir müssen auch einmal ein bisschen ehrlich sein. Ein bisschen ehrlich hilft nichts. Entweder ihr seid endlich ehrlich oder ihr lasst es. Und das ist es, was euer Bericht, wo die zentralen Sachen fehlen, wir das komplett ausklammern. Das ist euer Verständnis. Ein bisschen ehrlich. Ja, wir sagen halt, damit die Kirche im Dorf bleibt, ist halt nicht alles ganz gut gegangen. Das ist eure Art der Politik zu machen. Unsere Aufgabe ist es, die Bürger zu informieren und Transparenz hineinzubringen in die Dinge. Und es zeugt einfach davon, dass es keine Fehlerkultur gibt, dass es keine Rücktrittskultur gibt in diesem Land. Und das Schlimme ist, dass ihr alle, wie ihr hier sitzt, auch damit durchkommen werdet. Ihr kommt damit durch, weil große Medien diesbezüglich euch auch in Ruhe lassen. Man hat es gesehen bei den Presseaussendungen der Opposition, wie viele kritische Aussendungen in Richtung Landesrat Wiedmann wurden denn abgedruckt. Schaut einmal nach bei euch, wie viele ihr ausgesendet habt und wie viele dann auch abgedruckt worden sind. Es zeugt auch meines Erachtens von einem eigenartigen Politikverständnis, wenn man nach diesem ganzen Jahr, nach diesen Erkenntnissen, die auch sind, dass man hergeht und einfach sagt, wir haben alles richtig gemacht. Hergeht und immer die Müllsäcke bringt. Tatsache ist, dass jetzt 7 Millionen aus einem Landeshaushalt, aus der Landeskasse versenkt worden sind, die ausgegeben worden sind, für die anscheinend niemand sich rechtfertigen muss für 7 Millionen Euro. Wäre die Lieferung gekommen und wäre alles bezahlt geworden, dann sprechen wir insgesamt von über 30 Millionen Euro. Das ist anscheinend normal in diesem Land, dass sich Mitglieder der Landesregierung hier einfach per Millionen die in Kass und Brot aufgehen, da hat man kein Problem. Bei anderen Sachen wird gestrichen. Und dass Sie dann auch noch die Schneid besitzen, immer mit den Müllsäcken zu kommen. Wir hätten sonst Müllsäcke tragen müssen. Überlegt euch einmal. Es hat geheißen, wir haben keine Masken. Es hat diese 2 riesigen Bestellungen gegeben. Die zweite haben wir noch in China drüben. Von der ersten, die ist sequestriert. Das heißt, keine dieser Materialien kamen bei den Leuten, sind angekommen. Aber der Witz ist, wir hatten nie den Notstand mit den Müllsäcken. Wir hatten den nie. Da frage ich mich, entweder stimmt in der Rechnung irgendwas nicht, dass sie trotz dieser riesigen, immer mit der Begründung, sonst haben wir den Notstand, sonst haben wir den Müllsack um den Mund oder um den Fuß oder wo auch immer, trotz dass diese großen Bestellungen hemdsärmeliger Art und Weise gemacht nicht einmal gekommen sind beziehungsweise versperrt sind, hat es diesen Notstand dann in keinem einzigen Krankenhaus gegeben. Dass wir am Limit waren, will ich nicht bestreiten. Aber in diesem Ausmaß, dass man hergeht und um solche Summen Einkäufe tätigt, Verträge umbenennt, beziehungsweise es war nur eine Liste, die wir halt einmal als per E-Mail geschickt haben und eigentlich Vertrag hat es gar keinen gegeben und ein erfahrener Unternehmer bestellt gleich hoppla hopp 25 Millionen einmal aus Gaudi, weil halt ein E-Mail gekommen ist mit einer Liste, aber keine effektive Bestellung. Das glaubt ihr doch selber nicht. Aber ihr erzählt es uns. Ihr habt das Glück, dass auch, wie gesagt, von medialer Seite hier kaum Kritik erfolgt, dass hier kaum investigativ auch darüber berichtet wird. Und man hört jetzt halt die große Glocke der Mehrheit, die übers Land klingt, es war alles gut, wir haben nichts, wir konnten es nicht besser machen. Danke der Landesregierung für alles, was ihr tut. Das entnehme ich ja den Worten von Franz Locher. Und auf der anderen Seite halt die Opposition, die eine andere Meinung dazu einnimmt. Fein ist, wir haben über 30 Grad, wir haben die Fußball-Weltmeisterschaft, das Leben geht weiter, das halt Europameisterschaft, das Leben geht weiter. Wir sitzen das aus und wir kommen auch
zu den nächsten Landtagswahlen dann, wo keiner sich mehr daran erinnert. Und das ist eben das Typische, was an Südtirol einen einfach den Glauben an die Demokratie und an die politische Glaubwürdigkeit madig macht. Danke.